So, na gut, dann haben wir den Rills nochmal glücklich gemacht und jetzt... Da sagst du was. Ja, da sage ich was. Dann schippern wir mal in Richtung... Schatzinsel. Hoffe ich. Ich bin sehr gespannt. Warte mal. Jetzt würde ich mal gerne mal ganz kurz gucken. Inventar. Alles. Da müssten noch die Dingens eigentlich zu sehen sein hier irgendwo, ne? Tagebuchseiten. Was haben wir denn da? Seite 2. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Ist das ein Witz? Nur der bußfertige Mann wird bestehen. So rum wird ein Schuh draus. Übel riechender Brief. Bitte um Hilfe. Jemand, der ein Schiff hat und ein Herz. Ich bin auf der Sturminsel. Es gibt sie wirklich. Holt mich ab. Hier gibt es auch viel Gold. Bestimmt. Sturminsel. Hm. Tagebuch Seite 3. Zum Schlüssel. Am Totenpfahl nach Süden. Eine Zwillingspalme nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolithen nach Süden. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Das hat man in Risen 1 doch schon mal. Vermerk, ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nisi gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Ach, auf Faranga, das war ja aus Risen 1 noch. Deswegen haben wir gerade... Nee, Nisi haben wir gerade das Grab ausgehoben. Das andere hatte der andere Typ gehabt. Belastender Brief. Aus Marogates Aufzeichnungen. Passierschein. Na gut. Patty, komm mal her. So, und ich würde sagen, neuer Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und jetzt müssen wir doch eigentlich was Neues hier haben. Insel der Toten, Insel der Diebe, der Wassertempel, Caldera. Hierhin vielleicht oder dahin? Offenbar nicht. Das ist ja merkwürdig. Der Deal, ach ja, wir müssen ja mit Harlock erstmal reden. Vorher können wir nichts machen. Harlock Davidson versteckt sich ja unten. Und der verrät uns hoffentlich, wie wir da hinkommen. Oder vielleicht hat er ja noch eine Seite. Man weiß es nicht genau. Wo ist er denn? Ach, da. Hey, hallo, Salock. Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Na, das klingt doch schon viel besser. Ich konnte allerdings nur 3 Hinweise finden. Eine Tagebuchseite fehlt. Tatsächlich? Ich weiß nichts von einem vierten Hinweis. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Da bin ich mir nicht sicher. Dann her mit dem Tagebuch, sonst gehst du über die Planke. Naja, versuchen wir es erstmal freundlich. Also ich habe meinen Teil erfüllt. Was ist mit dir? Ich habe den Weg zur Schatzinsel noch im Kopf. Ich zeige euch den Weg und auf der Überfahrt werde ich mir die Hinweise einmal ansehen. Wenn wir angekommen sind, bin ich wieder ein freier Mann. Einverstanden. Na gut, neues Reiseziel verfügbar, die Schatzinsel. Auf geht es. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, das ist die Schatzinsel. Ich frage mich... Ich meine, wir haben doch diese Karte hier, ne? Die haben wir ja. Und da sind die Inseln noch eingezeichnet. Warum schafft es Patty nicht, dahin zu fahren? Also ich meine, die Inseln sind ja schon da. Die sind ja eingezeichnet hier mit Breitengraden, Pipapo, alles dabei. Die müsste doch überall hinfahren können. Nicht erst, wenn jemand sagt, wie sie da hinkommt. Naja, egal. Wir fahren zur Schatzinsel. Long John. 10 Punkte. Eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Und so segeln wir mit flimmernden Schatten, die wir früher nie hatten. Zur Schatzinsel, zu den feigen Ratten? Weiß ich gar nicht, ob da feige Ratten sind. Du verlässt Antigua, du erreichst die Schatzinsel. Und die Schatzinsel wurde auch noch gefunden. Ein Traum. Ich rieche schon das Gold. Und die Juwelen, aber trotzdem... Da sind wir endlich. Das ist das Abenteuer, von dem ich immer geträumt habe. Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht. Wenn der Schatz noch hier ist, dann werde ich schon finden, was ich will. Und was genau soll das sein? Ich meine, wir machen diesen ganzen Aufwand doch nicht etwa wegen einer Handvoll Gold, oder? Das Gold kannst du behalten. Ich bin auf der Suche nach einigen Erinnerungsstücken meiner Familie.
Insbesondere meiner Mutter. Ach, eine Mutter hast du auch noch? Ist ja unfassbar. So? Erzähl mir mehr über deine Mutter. Sie war eine Schönheit. Mein Vater hatte sie vor langer Zeit auf dem Festland bei einem Hafenfest kennengelernt. Aber auf seine Kaperfahrten hat er sie nie mitgenommen. Die meisten Seeräuber glauben, dass Frauen an Bord Pech bringen. Ja, das glaube ich aber auch, wenn ich dich so angucke. Ach, deshalb habe ich diese ganzen Probleme. Sehr witzig. Wirklich. Konzentrieren wir uns lieber auf den Schatz. Los jetzt. Ja. Werd mir nicht ungemütlich. Pass mal auf, komm mal lieber mit. Komm mit. Kein Problem. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Jetzt pisst es wieder, also lass ich die Olle draußen warten und hau mich erstmal bis zum nächsten Morgen schön auf die Pritsche. Ah. Njam. Jetzt erstmal einen Kaffee und ein paar Brötchen. Dann kann das Abenteuer weitergehen. Ach, schön ist es hier auch wieder. Die Schatzinsel ist ja mal wieder sehr schön. Anlegestelle gefunden. Und natürlich auch wieder... Am besten, wir gehen Schritt für Schritt vor. Guck doch mal, ob du einen Weg ins Innere der Insel findest. Wenn wir nicht weiterkommen, helfen uns bestimmt die Tagebuchseiten meines Vaters irgendwie. Na, hoffentlich. Natürlich. Wieso regnet es jetzt schon wieder? Eben gerade war doch noch Sonnenschein. Ich bin doch nur mit dem Ruderboot hier rüber gesegelt. Du alte Prunze, ey. Das kann doch nicht sein. Pass auf. Ich will schönes Wetter haben, wenn ich da jetzt hingehe. Deswegen schlafe ich jetzt nochmal. Das ist mir wichtig wegen der Grafik. Darf doch nicht wahr sein. Und die Olle steht jetzt wieder oben wie angekettet. So, bis zum nächsten Morgen. Der ist ja vielleicht 30 Sekunden gerudert. Jetzt haben wir wieder Sonnenschein und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir zur Insel kommen. Wie gesagt, ich mag es immer nicht so grau. Komm mit. Ei. Und deswegen... Ich hoffe, die Sonne hält jetzt, wenn wir wirklich mit dem Ruderboot, ganz ehrlich, da können wir auch selber rüberschwimmen, da brauchen wir das Boot gar nicht. Alter! Was soll denn das? Na, dich will ich gar nicht ansprechen. Ich will die Krabbe untersuchen. Die ist viel erotischer als du, Patty. Ich helfe dir. Na, komm schon. Gut gemacht. So, jetzt können wir den Krabben auch die Augen rauspflücken. Wir haben ja immer noch das Ritualmesser. Au! Mistviecher! Das ist das Schönste an Patty, dass sie ab und zu mal Mistviecher sagt. Das finde ich ja immer neckisch. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Nanü? Verschlossen, eine 90er-Kiste. Na, Hallöchen. Da kriege ich ja wieder Pickel, wenn ich versuche, die aufzumachen. Hallo, bleibt hier überhaupt mal was oben? Okay, das. Nee, das. Okay, die beiden vielleicht, dann den da. Ach du Scheiße, das kann ich mir niemals merken. Ach, unfassbar. Da haben wir aber Schwein gehabt, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss mich jetzt stundenlang dran aufhalten. 13 Schrot, bisschen Gold, Speere, bla bla bla. Und ein Bett, da schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Vielleicht ist dann ja endlich wieder Sonnenschein. Das gibt's ja gar nicht. Schlafe ich gleich noch eine Runde, vielleicht ist ja am nächsten Morgen Sonnenschein. Ich glaube, auf der Schatzinsel regnet's immer. Liebe Piranha-Bites, warum muss es hier denn immer regnen? Das ist so eine schöne Insel. Das muss doch nicht so vergeudet werden mit so einem Scheißwetter, wo alles grau ist. Das ist eine Schatzinsel, muss doch schön sein. Auch wenn das gerade sehr cool aussieht hier mit der Sonne. So, ich laufe erstmal am Strand entlang, entgegen Pattys Hinweisen. Zusammen packen wir das. Was will der denn? Mistviecher! Mistviecher!
So, von denen kann man auch nur die Leuchtkugeln nehmen, nicht die Augen oder so. So. Da haben wir das. Von Maras Schergen ist jetzt zum Glück nichts zu sehen. Was wächst denn da Schönes? Ein Snickers. Ach, apropos von Maras Schergen ist ja nichts zu sehen. Au! Jetzt reicht's aber! Mistviecher! Muss mir mal raussampeln und irgendwo einbauen. So, und da liegt noch ein Boko-Pilz, den nehmen wir natürlich mit. Nam, 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 immer wieder eine Köstlichkeit. Sich einen rohen Pilz ins Maul zu schieben. Und hier sieht's mir. Was greift denn jetzt an? Hä? Hä? Was? Was war denn das? Ich helfe dir. Was macht denn der? Yo, 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 ich bin der MC. Mistviecher. Und der andere ist ja immer noch. Aha. Eigentlich irgendwie cool. Mein bester Freund und ich. Wir sind die besten Freunde. Ja, zusammen halten wir Händchen, wie man gerade sieht. Schön. Auch mal was Neues. Hatten wir vorher noch nie im gesamten Spiel. Und eine verschlossene 60er-Kiste. Mal gucken, ob wir die jetzt aufkriegen. Ja, das ging ja relativ easy. Gott sei Dank. Piratenanhänger. Hiebwaffen 5. Kugelsicher, schusssicher Tricks. Ach, wir haben schon Piratenanhänger. Okay, und eine Perle. Und ein Pistölchen. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Pulvermond nehmen wir auch mit. Unserem besten Freund sagen wir Tschüss. Und verziehen uns jetzt ins Landesinnere, wo wir einmal die ganze Insel ablaufen. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir zum Schatz kommen, würde ich sagen. Es sieht hier ein bisschen gefährlich aus. Da ist ein Tempel. Warte mal. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieh dir mal diese Knochen an. Was zur Hölle ist hier passiert? Psst. Hast du das auch gehört? Was? Es kommt aus dem Fels. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Lass uns lieber abhauen. Zu spät. Dass die Gefühle hat. Au! Alter, lass mich doch auch mal schlagen. Jetzt reicht's mir aber mit dir. Huch, ups, da ist er tot. Es kommt aus dem Fels und dann graben sich drei Gorillas aus dem Boden. Die auch noch Fleisch fressen, das ist aber sehr dubios, sag ich mal. Ne, Patty? Ach so, ja, entschuldige, ich dachte, du hast was zu sagen, weil wir es ja jetzt geschafft haben, aber offenbar nicht. So, es geht einerseits zum Tempel und es geht andererseits auch noch links und rechts nach oben. Wir gehen aber erstmal natürlich mittendurch zum Tempel und schauen uns dann anderweitig um. Ich glaube, hier kommen wir aber gar nicht durch. Ich speichere mal lieber vorher. Du hast das Tagebuch meines Vaters gefunden. Ja, was bedeutet, dass Harlock schon mal hier war? Ich wusste doch, dass man dem Sack nicht trauen kann. Er wusste von dieser ersten Falle und hat kein Sterbenswörtchen gesagt. Er hat vielleicht gehofft, dass wir hier nicht lebend rauskommen. Was machen wir jetzt? Wir hauen Harlock auf die Schnauze. Knüpfen wir uns Harlock vor. Also gut, dann müssen wir zurück zum Schiff. Ich folge dir. Natürlich, wie immer. Hebel lassen wir erstmal, wir knüpfen uns einmal Harlock vor und hauen dem Typen ordentlich auf die Schnauze. Dann gucken wir uns den Rest der Insel an.
So ein mieser Drecksack. Ich wusste, dem kann man nicht trauen. Gleich nachdem wir seine drei Kollegen umgelatzt haben. Mit dem darf man doch keinen Deal machen. Was liegt denn da? Ach, eine Maki-Biere. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, jetzt knöpfen wir uns den Mistkerl von einem Koch vor. Kommst du mit? Komm mit. Gut. Alles klar. La. Ist ja nicht unser Koch. Geht's hier nicht runter? Ach doch, da. Wo ist er denn? Ist er gar nicht da? Sag bloß, der ist ausgeflogen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Hier ist er nicht. In der Kapitänskajüte ist er bestimmt auch nicht. Habe ich den übersehen? Der schmierige Fettsack Harlock ist abgehauen. Was? Wieso? Er ist wie ein feiger Hund aus einer Luke gekrochen und zum Strand geschwommen. Soll ich ihn verfluchen? Schon gut, ich kümmere mich darum. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Der wollte bestimmt einfach, dass wir die Orang-Utans da aus dem Weg räumen. Ach, jetzt... Jetzt ist es schön. Ach, jetzt ist ja... Ja, schön. Da können wir dem Harlock bei schönem Wetter eins auf die Dunstkiepe geben. Ach, ich stehe immer noch so auf diese Idylle hier. Diese... Ach, das ist so schön. Also grafisch muss man sagen, Risen 2 ist vielleicht immer noch die alte Engine, aber trotzdem so schön aufgebohrt. Und hier wurde so viel Liebe zum Detail in die... wachsenden Blätter. Nee, also in die... Ne, weißt du schon. Mag ich einfach. Und wie alles schwankt und wankt. Vor allem, wenn man rumgesoffen hat. Die Affenfalle. Na, da bin ich mal gespannt, was uns hier begrüßt. Das war bestimmt noch nicht alles. Oh. Die nehmen wir natürlich mit. Links oder rechts? Das hier sieht mir wie ein weiteres Rätsel aus. Ja, wir werden uns wohl für einen Weg entscheiden müssen. Sieh besser mal nach, was mein Vater über diesen Ort geschrieben hat. Ich würde gern... Der Weg der Gerechten, ach, der ist das... Der Weg der Gerechten ist gesäumt mit den toten Körpern der Blablabla. Ich würde gern beide Wege erforschen. Ich muss mich für einen Weg entscheiden. Stabards Hinweise sollten mir weiterhelfen. Hinweise. Hin- und Herweise. Auch die längste Reise hat einmal ein Ende. So habe ich schließlich meinen Schatz auf einer kleinen Insel im Süden hinterlassen. Das sind die leckeren Fischstäbchen von Captain Iglo, die mir unentdeckt schienen. Breitengrad 32 Nord, das wissen wir schon unleserlich, ist die Erkenntnis meiner größten Kaperfahrt, dass kein Gold ein gutes Talent wert ist, unleserlich, nicht zuletzt meiner Tochter Patty, die ihrer Mutter so ähnlich ist. Mögen dir meine Fehler erspart bleiben. Das liest sich ja wie ein Testament. Wie heißt der? Ach, Gregorius Emanuel Stahlbart. Gregorius Onk, würde ich sagen. Der Schlund der Erde ist tödlich, nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Pass mal auf. Dann gehen wir den rechten Weg. Ganz einfache Kiste, wir gehen den rechten Weg. Ich frage mich, was beim linken Weg kommt, wenn wir nicht den rechten gehen. Andererseits frage ich mich auch, ob der rechte Weg der richtige Weg ist.